Leute, bei mir ist jetzt Freitag. Ihr seht es jetzt im Dienstagsvlog. Also erstmal herzlich willkommen und Servus miteinander. Ja, was machen wir heute? Ganz klar, ich brauche mal einen Schlepper. Ich muss meinen Mistwerfer fahren und ich habe anschließend vor, meinen Schweinestall einmal komplett auszumisten. Ich habe die letzten Tage immer bloß das rausgekratzt, was halt wirklich richtig nass war. Und jetzt habe ich gesagt, jetzt mache ich mal komplett sauber. Das ist zwar jetzt nicht unbedingt nötig, aber dann kriegen sie es auch immer komplett frisch. In den Hühnerstall müsste ich sowieso. Und dann bietet sich das ja an, wenn ich eh mit der Lore da runterfahre. Ja, und welchen Schlepper nehmen wir? Ja, ich muss den Radlader rausfahren. Der IHC hängt vom Mähwerk und der Anagramme hängt vom Ladewagen. Den K15 habe ich ja noch nicht fertig. Also könnt ihr euch ja denken, was wir nehmen. Und ich wünsche euch jetzt einfach mal viel Spaß dabei. Viele wollten den wieder sehen. Da habt ihr den Allgäuer. So, ich habe jetzt einmal schnell den Pferdestall sauber gemacht. Man sieht den Mist hier. Da ist jetzt alles drauf. Das fahren wir jetzt als erstes nieder. Und dann mit den Allgäuern unter zu die Schweine. Und dann wird da unten noch der Mist drauf gefahren und aus. Und dann sind wir fertig. Dann, also wie gesagt, jetzt habe ich ja gut 2,5 Wochen das Stroh drin gehabt. Habe einmal ein bisschen rausgekratzt. 2 so große Kulmineimer. Und super sauber geblieben, also wenn wir es nach 2 Wochen einmal sauber machen muss, ist das überhaupt kein Beinbruch, das geht wunderbar. Ja, da kriegen die jetzt ein frisches Bett. Jetzt fahren wir das einmal hinter und dann geht's weiter.
Schweinestall sauber gemacht. Hier mein richtig schönes frisches Bett, frisches Wasser, ganz normal. Ein paar Hühner haben sich schon wieder verlaufen in die zweite Box, die ich habe. Ja, und den Hühnerstall natürlich auch schön sauber gemacht. Die kratzen jetzt hier drin, weil da sind noch ein paar Kaninchen mit zu finden. Und die Spelzen vom Getrag. Die haben auch alles frisch, frischen Sand hinten. Warte mal Licht. Und eine schöne dicke Schicht Stroh. Und man sieht schon, die fühlen sich richtig wohl. Natürlich habe ich Hilde sauber gemacht. Okay, der ist schon wieder voll Stroh und Wasser frisch. Ja, und den Gang nach vorne wieder geputzt. Ja, und jetzt schaut der Stall wieder gut aus. Mal gucken, wie lange das werden wir sehen. Jetzt verfahre ich noch schnell den Mist. Und dann mache ich Feierabend. Dann reicht's. Dann wird gefrühstückt. Spätes Frühstück, schon 11. Und dann schauen wir mal, dass wir fertig werden. Ja, die zwei Schweinchens haben sich nach drinnen begeben, wie man sieht. Die denken, es gibt schon wieder was. Die hatten aber heute schon. Ne, das wisst ihr. Die haben ein schönes, frisches Bett. Können sie sich wieder reinmümmeln. So, da haben wir schon wieder Montag. Ja, am Wochenende ist nicht viel passiert. War nicht viel los. Ich habe am Samstag schnell noch ein Gras gemäht für meine Viecher. Ein paar Bahnen. Und ja, geladen, ihnen schon was gegeben. Heute bin ich mit den Viechern auch soweit durch, die sind soweit fertig. Ja, war halt einfach mal ein wenig weniger los, soll auch vorkommen. Aber es gibt eine kleine Neuerung. Also, mein Vater, der hat mir auf dem Handy ein paar schöne Bilder mitgekriegt vom Motor. Der ist jetzt grundsätzlich wieder zusammengebaut, die Kurbelwelle vom K15 ist soweit geschliffen. Die ist auch schon wieder verbaut, die Bläuel und Bläuellager sind schon verbaut, soweit ich gesehen habe. Und die Nockenwelle ist wieder drin. Ja, mal schauen, was er denn dann noch ein bisschen schafft. Das macht er ja nebenbei dann mit drin. Er stellt sich ja jetzt dann nicht rein und macht nur den Motor. Ich meine, auf der Arbeit kann er das auch nicht einfach bringen und kann nur meinen Motor machen, ganz klar. Ne? Aber es wird langsam. Ja, und Teile sind auch wieder lackiert worden. Und da habe ich euch, glaube ich, die grundierten Teile, denke ich, habe ich gezeigt. Und jetzt sind sie lackiert und so sieht das Ganze aus. Ich habe jetzt hier die zwei Kotflügel liegen, den Überrollbügel oben. Das sind die Haltebleche für die Kotflügel und für die Überrollstreben unten. Mein Tank, das Lenkrad ist frisch lackiert, da ist auch mein Fixlenker wieder drauf gekommen. Und ja, Unterlenkerstangen, ganz klar. Und der Überrollbügel unten, die Teile liegen hier unten drunter. Da wird man wahrscheinlich jetzt nichts erkennen. Die habe ich unter der Haube verstaut. Dann habe ich hier auch schon Kleinteile wieder zusammengesetzt. Zum Beispiel mein Sitz. Da ist die Sitzschale schon wieder auf der Feder verbaut. Und mein Sitzkissen habe ich drauf gemacht. Ja, ich habe ein ganz einfaches Sitzkissen. Das habe ich jetzt seit, ich glaube, das ist 1998 auf den Schlepper draufgekommen. Und seitdem habe ich das. Das ist immer noch tipptopp. Ist halt immer gewandert. Einmal auf dem K15 und dann auf dem Allgäuer. Ja, und für den Allgäuer habe ich ja jetzt ein gesondertes Sitzkissen bestellt, extra für meinen Vater. Das hat er jetzt gekriegt und ich habe mir dann wieder meins geholt. Mir reicht das einfache, ich brauche da keins, das auf dem Allgäuer ist ein bisschen schicker. Das hat hinten dann noch schön den Allgäuer-Schriftzug drauf und ein wenig besondere Farben. So ein schönes dunkelgrün und rote Umrandung. Aber das habe ich hier jetzt nicht gemacht, also brauche ich explizit auf dem Bulldog nicht. Wie gesagt, das ist ein Arbeitsbulldog. Und ja, da liegt halt jetzt so ein ganzer Teilehaufen, hinten die Hydraulikteile, die Lampenträger, die Lämpchen und, was nicht noch alles. Mein schöner Werkzeugkasten, Tankhalter, der Kühler, da ist ein neuer Kühlerdeckel draufgekommen, lustigerweise. Wo habe ich den gekriegt? Ja, im Internet gesucht. Dann hat mein Vater gesagt, gib mal einen Unimog. Die hatten nur noch den neuen. Dann haben wir bei Embitra gesucht. Die hatten auch nur noch den neuen. Und dann sagt er, guck mal bei VW. Ja, und beim alten Käfer hat es den gegeben. Na gut, den habe ich mir halt dann für 2,50 Euro im Internet bestellt. Und ja, ich habe einen neuen Kühlerdeckel drauf. Der ist auch wieder dicht. Dann sifft der oben nicht mehr raus. Hat wunderbar gepasst. Ja, und wie gesagt, so schaut jetzt das Ganze hier aus. Klar, man hat jetzt dann hier schon wieder ein bisschen Staub drauf. Lässt sich nicht vermeiden hier drin. Ich meine, das wird jetzt noch ein kleines bisschen stehen, aber ist doch schon mal deutlich weiter als vorher.
In der Halle ist jetzt dann wieder Platz. Ich habe jetzt die ganzen Drähte von oben abgeschnitten, wo das Zeug dran hing, weil zum Aufhängen gibt es eigentlich jetzt nichts mehr. Der Schlepper selber kommt ja dann erst einmal den Motor ran. Also Kupplungsglocke mitsamt Motor kommt ran, Vorderachsbock ran. Dann wird er auf Räder gestellt normal. Dann wird er mal eine Testfahrt gemacht. Kommt natürlich drauf an, dann müsste ich ja meinen Tank auch wieder verbauen. Mal gucken, wie er das geplant hat. Und dann soll er drüben in die andere Halle rein und soll dann nur noch das Grundgerüst stehen, auf Böckler drauf und dann schön lackieren. Mal gucken, wie wir das jetzt dann am besten anstellen, wie wir das machen. Das werde ich sehen. Aber es wird langsam. Also im Grunde genommen, es ist jetzt eigentlich bloß noch der Rumpf selber, der Vorderachsbock, der Rumpf, der Motor. Und dann wäre das Ding fertig lackiert, dann müsste man ihn nur noch zusammensetzen. Ja, so wird das Ganze langsam, Stück für Stück, habe ich ja gesagt. Und wenn es fertig ist, ist es fertig. Da mache ich mir keinen Stress. Ich sage ja, ich hoffe, vor dem Winter habe ich es fertig. Ja, und zwecks Mähbalken, weil ich öfters einmal angeschrieben war, dann mach halt ein Mähbalken an der KL300 ran. Nein, das habe ich ja wie gesagt schon mal erläutert. Am KL300 ist mir der Mähbalken einfach schlichtweg im Weg. Ich müsste jedes Mal das Schwartbrett runterbauen, wenn ich eine hochklappe. Und das stört mich. Warum das Schwartbrett runterbauen? Weil es mir die Seitenscheibe zusammenhaut. Deswegen habe ich ja neue Planen gebraucht. Ja, das nächste ist, das Ding ist unheimlich schwer, hängt dann dran und im Winter, jetzt wenn es in der Winde reingeht und du fährst da mal mit dem Bulldog, das Ding gammelt nur zusammen, das ist nicht lackiert, das ist nicht gemacht, das gehört normalerweise auch nicht lackiert. So ein Mähbalken wird da normalerweise genommen und dann wird er einmal gescheit eingeölt und gut ist, aber wie gesagt, am KL300 brauche ich ihn eigentlich nicht, der hat zwar hydraulische Aushebung, aber das mag ich nicht. Ja, und beim KA15 habe ich ja aktuell noch keinen Mähbalken. Ich habe jetzt ein Angebot gekriegt, oder besser gesagt, was heißt Angebot? Ich habe bei die Kleinanzeigen einen gefunden, der hätte wohl einen. Der hat mir jetzt auch Bilder geschickt. Soweit alles dabei, was ich bräuchte. Überhaupt kein Thema, Riemenscheibe und. Würde mir auch super gefallen. Jetzt habe ich noch angeschrieben, was er sich preislich vorstellen. Dann hat er geschrieben, ich soll ein Angebot machen. Tja, das habe ich jetzt gemacht und seitdem höre ich nichts mehr. Naja. Was gibt mir für einen Mähbalken aus? Es ist, ich sage mal, schwierig zu sagen. Ich habe meinen vom K15 mit ausgeschrieben und ich habe jetzt schon Angebote quasi gekriegt gehabt. Ja, da, wenn sie dann sagen 70 Euro, ja, ich meine, muss mir ganz ehrlich dazu sagen, der Mähbalken ist halt kein neuer, der ist halt uralt. Das nächste, das ist kein Doppelmesser, das ist nur das Einfache. Was erwartet man da? Klar, wenn es jetzt ein ganz seltener Bulldog ist, wie bei unseren Allgäuer, da kriegst du sie gar nicht mehr. Oder dann so selten, dass sie halt dann ein Vermögen kosten, der Mähbalken selber. Aber beim Kram sind sie doch recht häufig. Ja, jetzt muss ich halt auch mal gucken, ob sich der nochmal meldet oder ob er jetzt dann eingeschnappt ist. Ich habe geschrieben, 70 Euro wäre jetzt einmal so von mir in den Raum geschmissen. Was er sich vorstellt. Naja, gucken wir halt einmal. So, eine Kleinigkeit, die wir heute noch erledigen werden. Die Sonne scheint draußen schön. Dann kochen wir noch einmal ein Futter für die Schweinchen. Ich habe da gestern noch den Pott fertig gemacht. Ich nehme mir die großen Eiweißgröße. Einfach nach Gutdünken nach Wasser rein. Drauf. Und ab auf den E-Herd. Wie gesagt, der Vorteil ist, wenn draußen das Wetter so schön ist wie jetzt, dann produzieren wir ja auch den Strom eh selber. Wir haben eine Photovoltaikanlage drauf. Dann kostet mich das ja kein Geld weiter. Und da kann das jetzt aber so eine Dreiviertelstunde vor sich hin köcheln. Und in der Zwischenzeit können wir mal die Hühner und die Schweine noch hier zweite Ration Futter für heute bringen. Und ja, mal gucken. Die Mulde muss ich heute noch abladen. Da habe ich noch Quarzsand drauf für die Hühner als Sandbad. Den muss ich auch noch in den Eimer umfüllen, dass die wieder frei ist.
Und dann war ich noch einmal ein Gras mähen. Weil laut Wetterbericht soll es morgen Abend regnen. Keine Ahnung, ob was dran ist. Muss ich mal gucken, aber da könnte ich eventuell den Bulldog, das Mähwerk, einmal wieder auframmen. Den Mulch hier mitten einstatteln und dann hätte ich bloß einen Kram mit Ladewohn. Mal sehen. So eine faule Sau. Liegt er da in der Sonne und ruht sich aus. Also das ist ein Stinker. Da warten sie schon. Der bringt was. Der bringt was. Ja. Futter. So, das ist einmal die Ladung für die Hühner. Das können die sich holen. Und die Schweine kriegen auch ein bisschen was davon. Und das da ist die Ladung für die Schweine. Eingemanschte Brötchen. Puff. Können sie sich's holen? Ja, gut, war jetzt natürlich nicht so intelligent, das Zeug auf den Zaun drauf zu hauen. Naja, die holen sich schon runter. Ein bisschen Granatapfel ist dabei. Kresse. Ja, weil ich ja immer wieder gefragt werde, ist es denen nicht zu kalt? Habe ich keine Angst, dass die dann frieren? Nö, überhaupt nicht. Die zwei kommen von einem reinen Freilandbetrieb. Sind es nur gewöhnt, draußen zu sein. Die sind draußen geboren auf der Weide, mehr oder minder. Also ich mache mir da keine Gedanken. Die Schweine von denen, wo ich sie her habe, die sind das ganze Jahr draußen. Die haben bloß so einfache Holzverschläge mit Stroh drin. Die wohnen das ganze Jahr über draußen, die brauchen keine zusätzliche Wärmelampe oder sowas. Die rotbunten Husumer Sattelschweine sind einfach im Ganzen ein bisschen robuster. Und da mache ich mir ehrlich gesagt überhaupt keine Gedanken. Die sind so wie sie sind. Robust genug, um einen kalten Winter auch auszustehen. Und drinnen im Stall ist es sowieso relativ warm dann. Die zwei, die heizen ja mehr ein, als man denkt. Da, wenn man früh reinkommt, da kommt einem eine richtige Dampfwolke entgegen. Also die heizen gut. Ja, da lassen wir sie jetzt dann einfach mal schön fressen. Da haben sie was zu tun. So, ich war gerade noch dabei. Hab gerade mit dem IHC wieder Gras gemäht noch. Jetzt fahre ich mit dem Kramer und lade es noch schnell. Und dann habe ich wieder für ein paar Tage ein wenig was daheim. Ja. Das Wetter ist im Moment recht unbeständig. Im Moment schaut so aus, als kriegen wir Niederschlag. Ja, temperaturtechnisch wäre das jetzt definitiv Regen, kein Schnee. Ja, Schnee brauche ich ehrlich gesagt auch noch nicht. Ja, mal gucken. Auf alle Fälle habe ich gedacht, ich mähe lieber heute noch eine Ladung. Ich hätte zwar für heute noch gehabt, aber dann bin ich auf der sicheren Seite, weil falls ein Regen kommt, in der Wiese rumeiern ist da nicht so schön. Ich weiß nicht wie viel. Laut Agrave, der steht zwar drin, es soll erst morgen Abend und dann sollen es bloß insgesamt ja, 1,5 Liter werden. Aber wer weiß, kann man dem denn wirklich trauen? Und nachdem ich den Ladewagen eh noch hier dran hängen habe und mein Auto sowieso noch da draußen steht und der IHC immer noch mit Mähwerk im großen Stottelstor ist, dann machen wir es doch gleich. Was gemacht ist, ist gemacht. Ich meine, es ist im Endeffekt eine einfache Arbeit. Ich setze mich drauf und dann fahre ich ein paar Mal hin und her. Ich brauche ja nicht absteigen oder was dazu. Das geht ja so. Es dauert halt einfach bloß ein bisschen Zeit, aber... Na, dann legen wir jetzt da mal los.
anständiges Wetter. Schaut mal her. Auf meiner Scheibe hängen schon die ersten Tropfen. Und ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera erkennt. Ja, es nieselt. Schauen wir, dass wir das Zeug reinbringen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich fertig bin. Jetzt gebe ich ein wenig Gas, dass wir es hinhauen. Es ist doch recht nass draußen geworden. Ja, so ist es halt. Gut, das Gras habe ich daheim. Jetzt haben wir uns zwar dann nicht mehr gesehen, aber macht auch nichts. Die Arbeit ist soweit durch. Jetzt ist 17:15 Uhr. Machen wir Feierabend für heute. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Dann wünsche ich euch einen recht schönen Tag noch und eine schöne Woche. Und man sieht sich wieder. Bis dahin. Servus.